Man kann die Töne auch mit der linken Hand etwas phrasieren oder ziehen. Hierzu nimmt man den linken Zeigefinger und legt ihn hinter den Reiter, bei dem man den Ton ziehen möchte. Mit dem rechten Zeigefinger zupfe ich die Saite an und links presse ich die Saite runter. Im Zusammenhang kann das dann zum Beispiel so klingen. Das klingt dann sehr wie die chinesische Koto. Man kann das Instrument natürlich auch mit einem Plektrum spielen. Das nimmt man einfach zwischen Zeigefinger und Daumen und zupft dann die Saite. Der Klang wird dadurch etwas lauter und perkussiver. Es ist einfach eine weitere Variante, das Instrument zu spielen. Man kann auch zwei Holzstäbchen dazu nehmen und das Instrument wie mit Klöppeln spielen. Bewährt hat sich dabei einfach eine Dübelstange 8 mm. Das klingt dann so.